Zunächst einmal ist festzuhalten, dass die Stiftung Rufzeichen Gesundheit eine gemeinnützige Stiftung ist. Gemeinnützigkeit hat immer etwas mit Idealismus, mit Nachhaltigkeit zu tun. In dem Sinne hat der Begründer der Stiftung, der Verleger Rolf Becker, das Stiftungsziel formuliert. Es geht um die Förderung der Gesundheitsaufklärung bezogen auf ein ganz bestimmtes Krankheitsbild, das metabolische Syndrom. Der methodische Ansatz dabei lässt sich vielleicht am einfachsten beschreiben mit einer Anlehnung an die Weissagung an eines bekannten asiatischen Philosophen, der sagt: Schenke einem Mann einen Fisch, er wird einmal satt, oder lehre ihm das Fischen, er wird immer satt. Im übertragenen Sinne bedeutet das für uns: Schicke einen Mann zum Arzt, der Schmerz wird einmal gelindert, oder lehre ihm, gesund zu leben, und die Summe derartiger Rehabilitationsmaßnahmen wird sich reduzieren. Dabei beruht das Stiftungsziel auf zwei Säulen: einmal den fachwissenschaftlichen Komplex zu fördern, zum anderen aber auch den populärwissenschaftlichen Journalismus. Und wir sind sicher, dass mit diesem Paket die Stiftung auch nachhaltig ihrem gemeinnützigen Zwecke entsprechen wird.